Wie man als Einsteigerin, als Einsteiger am besten zum Hecht kommt. Ein Fisch, um den sich viele Fabeln, viele Abenteuer und Geschichten ranken. So, ich bin jetzt hier wieder an so einer klassischen Elbbuhne. Relativ kurz, ne? Befische jetzt hier den Prallhang, also den Bereich, wo die Strömung aufläuft. Das sind sehr gute Hechtstellen. Also ihr fangt sie auch hier am Gleithang, wo die Strömung vorbeigeht. Aber der Prallhang ist häufig der etwas bessere Hechtplatz, weil da die Beute mit der Strömung vors Hechtmaul läuft. Und das mögen die sehr gerne. Ja, und da kann man mit dem Wobbler ganz prima fischen, obwohl hier oft viele Hänger sind. Direkt vor der Böschung eingestiegen, ein wunderschöner Hecht, Leute. Ah, schau mal hier. Da siehst du, wie der Wobbler vorne am Entenschnabel hängt. Den hättest du auch gerne gefangen, oder? Ja. Ja. Haha, geil!